Ja, und Tag zusammen, DJ Vincent aus Frankfurt, herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video. Es ist etwas anderer Winkel, es ist ein etwas anderer Aufbau. Es liegt vor allen Dingen daran, dass ich endlich eine Firma gefunden habe, die mein Equipment prüfen wird nach DGU V3. Ich habe das ja in einem der Videos schon mal angekündigt. Ich habe mein Equipment 30 Jahre lang nie geprüft, nie prüfen lassen. Was nicht daran lag, dass ich das abgelehnt habe, sondern einfach, dass mir das nicht klar war, dass man das regelmäßig prüfen lassen muss. Also ich war davon ausgegangen, solange ein Gerät funktioniert, benutzt man es halt. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann lässt man es entweder reparieren oder man schmeißt es weg. Ja, und jetzt habe ich halt einen Prüftermin am kommenden Donnerstag. Wenn dieses Video raus ist, ist der Termin schon gewesen. Und zwar wird die Firma ETS, das ist so ein typischer Elektrofachbetrieb, die werden herkommen. Also eine Person wird herkommen, ein Prüfer. Und ich habe dafür schon mal hier so, ich zeige euch das mal, hier mein Equipment aufgebaut. Also hier stehen Kabeltrommel, meine LED-Derbys, ADJ, Saberspots, meine Nebelmaschine, Lightmax Quadface, der IMG Stageline Flatpar 100. Und wie ihr hier sehen könnt, ich habe bei allen Geräten ein paar Aufkleber von mir drauf gemacht. Hier, ich habe so ein paar Bögen davon bestellt. Das sind einfach so Adressaufkleber und die konnte man selber gestalten. Und da habe ich einfach mein Firmenlogo mit reingenommen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ist auch wirklich super gut zu lesen. In diesem Fall halt, klar, andersrum. Oh, wo ist es da? Zack. Ja, und da sind noch mal ein paar Geräte. So, und das da ist ein, ja, sieht man ganz eindeutig, Feedback Destroyer Pro von Behringer. Und zu dem Feedback Destroyer erzähle ich vielleicht mal ein bisschen was. Und zwar, das ist ja vielleicht kein Geheimnis, ich kaufe sehr viele Sachen gebraucht bei eBay Kleinanzeigen oder so, weil ich einfach nicht, ich bin einfach der Meinung, ich muss das Geld nicht für neues Zeug ausgeben, wenn ich das auch gebraucht bekommen kann und das Zeug genau das gleiche macht. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich was gebraucht kaufe, dann kann ich das nicht von der Steuer absetzen, das ist mir klar. Ist aber auch nicht weiter schlimm, wenn das Gerät, was ich hier gebraucht gekauft habe, weniger ist als der eigentliche Einkaufspreis minus die 19% Mehrwertsteuer. Ja, also wenn ich beim Nettopreis unter dem Nettopreis bin, dann lohnt sich sowas hier auf alle Fälle. Außerdem kann ich das hinterher wieder verkaufen und ich muss es nicht irgendwo in der Steuer angeben, weil ne, das habe ich sowieso Gebrauch gekauft ohne Rechnung und ich verkaufe es auch wieder ohne Rechnung. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, und zwar dieser Feedback Destroyer, der war kaputt. Ich habe ihn eingeschaltet und dann hörte ich nur noch so klack, klack, klack. Also das Schaltrelay, was da drin war, das Netzteil, es hat einen Defekt gehabt. Und ich habe gedacht, ja scheiße, der kostet ja schon ein bisschen Geld, wenn man den neu kauft. Und es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt unbedingt gebraucht hätte. Ich habe zwei Stück davon. Ich hatte mal mehr, die habe ich dann, einen habe ich glaube ich verkauft und einer ist ja in meinem Verteilercase und ich hatte aber noch einen über. So, und ich habe mir gedacht, okay, probiere ich doch mal aus, was muss ich machen, damit ich den hier repariert bekomme. Ich selber kann das nicht. Ich habe keine Ausbildung als Elektroniker oder sonst irgendwas. Habe ich einfach nicht. Ja? Und mich dann nochmal einzulesen, was genau ich machen muss und wie ich das messen muss, damit ich weiß, was überhaupt kaputt ist. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich suche mir im Internet jemanden, der mir so ein Feedback Destroyer reparieren kann. Ich habe von sowas einfach keine Ahnung. Dann habe ich im Internet ein bisschen geguckt und habe auch jemanden gefunden und habe diese Person angeschrieben. Der hat eine kleine Firma, der konzentriert sich eigentlich auf Vintage-Elektronik oder Vintage-Radios und repariert sowas. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, er repariert vor allen Dingen Geräte, die so 30 bis 50 Jahre alt sind. Also hier sowas, ne, sowas Modernes. Was vielleicht ja maximal 10 Jahre auf dem Buckel hat, ist eigentlich gar nicht so sein Klientel, aber er kannte das Gerät und darum hat er gesagt, ja, ist kein Problem, schick mir das Ding. Er wusste von vornherein schon, wo der Fehler war. Und zwar sind in diesen Geräten Elektrolytkondensatoren eingebaut, kurz Elkos. Und diese Elkos können mit der Zeit austrocknen. Ja, da ist eine Flüssigkeit drin, Elektrolyt. Das ist wirklich ganz interessant, weil es gab eine Zeit, wo ein Ingenieur von der damals führenden Firma für diese Elektrolytflüssigkeit den Arbeitgeber gewechselt hat. Also der ist zur Konkurrenz gegangen und hat das Rezept für diese Elektrolytflüssigkeit mitgenommen, aber nicht komplett. Das war nämlich das große Problem. Da fehlte eine Komponente für die Langlebigkeit. Diese Elkos, die dann damals aus dieser Fabrik rausgekommen sind, die waren relativ schnell fehleranfällig. Und solche Kondensatoren waren auch hier mit eingebaut. Das zog sich wohl wie so eine Plage durch die IT-Branche. Die ganzen Computer, da sind ja überall Elkos eingebaut.
Ja, das war natürlich alles für die Katz. Dieser nette Mann hat mir das hier repariert für einen unfassbar günstigen Preis. Ich bin ihm wirklich dankbar dafür. Und ich hatte ihn sogar angefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir ein Interview dazu zu machen. Also für meine Experten-Talk-Serie. Und er hat aber gemeint, er ist nicht die Person für YouTube oder irgendwelche sozialen Medien. Und auch dieses Gerät, wie gesagt, ist eigentlich zu jung für ihn. Er repariert eher so Vintage-Radios. Und das respektiere ich natürlich an dieser Stelle. Sie wissen, wer gemeint ist. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass Sie meinen Feedback-Destroyer repariert haben. So, das waren die ersten beiden Themen, die ich mal so ein bisschen bequatschen wollte. Noch ein Thema? Ja, und zwar, ich habe vor kurzem wieder im Loft 1 aufgelegt, bei einem 50. Geburtstag. Eine sehr, sehr coole Party, hat richtig Spaß gemacht. Weil es so eine intime Party war, habe ich gesagt, okay, ich nehme da nichts auf, ich filme da nichts, außer den Aufbau. Den habe ich in Zeitraffer gefilmt, den zeige ich euch jetzt mal. Los geht's. Videos gesehen hat, hat er vielleicht mitgekriegt, dass der ein oder andere in den Facebook-Gruppen ja, ziemlich kritisch bei meinen Videos ist. Das eine Video, da ging es um Verhandeln, das war das letzte Video, was ich gepostet habe. Da hat einer direkt drunter geschrieben, ja, warum denn verhandeln? Ich biete meinen Kunden einen Preis an und wenn die den nicht annehmen, dann sind es nicht meine Kunden. Alter, dann hast du aber schon verhandelt. Ja, das nennt sich Verhandlungsspiel mit einer Runde. So, du hast ein Angebot gemacht, das wurde abgelehnt und du hast die Exit-Strategie gewählt. Zack, aus. Warum sollte man verhandeln? Es ist halt die Sache, wenn du deine Preise auf XY hast und du hast ein bestimmtes Produktangebot oder ein bestimmtes Leistungspaket, das wollen die Kunden aber in dem Umfang gar nicht haben, dann wäre zu verhandeln, ob du auch bereit bist, weniger zu machen, also vielleicht weniger Equipment mitzubringen oder weniger zu arbeiten, sprich später anzufangen, früher aufzuhören und dafür einen günstigeren Preis zu nehmen. Das ist Verhandeln, ja. Auch das Leistungsspektrum, natürlich ist das Verhandlungsmaß. Es geht nicht immer nur um den Preis. Es geht auch darum, was du dafür leisten musst. Dann waren so manche Kommentare waren echt so bescheuert, wo ich mir denke, Alter, ihr habt's nicht begriffen, ne? Ihr verhandelt ständig, eure Kinder verhandeln ständig mit euch. Ist doch klar, ja. Da wird um 5 Minuten Fernsehen wird verhandelt, um 5 Gummibärchen wird verhandelt, jedes einzelne Gummibärchen wird verhandelt, wenn Kinder darin einen Vorteil für sich sehen. So, und ihr könnt natürlich selber entscheiden, ob es für euch von Vorteil ist. An einem Abend, ich habe keine Ahnung, normalerweise nehmt ihr für einen Abend 1000 Euro und müsst aber bei diesem bestimmten Fall, bei diesem Kunden nicht bis 3 Uhr machen, sondern nur bis 1 Uhr. Und dafür nimmt er halt, 100 Euro weniger oder so oder 200 Euro weniger, weiß der Geier was. Oder ihr müsst nicht die Riesenanlage mitbringen, sondern es reicht ein super kleines Set. 2 10 Zoll Tops, 12 Zoll Subwoofer, 2 Lampen und dann sollt ihr von 18 bis Mitternacht spielen. Ja, von 18 Uhr bis Mitternacht. So, das sind 6 Stunden. Ja, natürlich könnt ihr da keine 1000 Euro verlangen. Aber das ist doch in der jetzigen Situation, ja, in der jetzigen Corona-Situation mit diesen ganzen Einschränkungen, dann nehme ich doch lieber die 600 mit oder die 800 anstatt der 1000. Wenn ich auch noch weniger arbeiten muss dafür. Das ist nämlich Verhandeln. So, darüber wollte ich mich mal ein bisschen aufregen. Habe ich das auch raus. Oh, das vorletzte Video, was ich gepostet habe, war zum Thema DJ und Familie. Und natürlich kamen sofort wieder ein paar Superschlaue und haben gesagt, oh, ich habe das aber vor 20 Jahren auch gemacht. Ja. Und da habe ich die ganzen Nächte durchgearbeitet und im Club gearbeitet. Und ich habe 3 Kinder und die sind jetzt mittlerweile alle groß. Vor 20 Jahren hätte ich das vielleicht auch gemacht. Ja. Aber ich bin eben nicht mehr 20, ich bin 43. So. Und mein Sohn ist 1,5. Ja, und ich weiß einfach meine Lebenszeit mittlerweile anders zu schätzen, als ständig durch irgendwelche Clubs zu ziehen, sonntags morgens noch die Afterhour mitzunehmen und dann aber vielleicht nichts von meinem Sohn zu haben. Also, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen bescheuerte Argumente, ganz ehrlich gesagt. Und wenn meine Videos nichts für euch sind, dann guckt sie euch nicht an. Ich will euch nicht, wenn euch meine Themen nicht gefallen, dann guckt euch meine Videos nicht an, fertig, aus. Ja, ihr müsst meinen Kanal nicht abonnieren, wenn euch die Videos nicht gefallen. Wenn euch die Videos gefallen, gefällt mir das natürlich auch. Ja klar, freue ich mich über jedes Abo. Aber wenn euch meine Videos nicht gefallen, ey, dann... So, wollte ich auch mal sagen. So, habe ich mich genug aufgeregt. Ihr merkt vielleicht, ich bin auch ein bisschen erkältet. Kopf tut tierisch weh. Ja. So, muss auch mal gesagt werden. Schönen Abend, ciao.